Ja, hallo zusammen. Es hatten doch ein paar Leute im Livestream danach gefragt, was denn aus dem Schwarzen Leon geworden ist. Und ich hatte ja gesagt, ich hatte den Fehlerspeicher abgefragt und da waren 6 Fehler drin. Und das, was mir stutzig vorkommt, dass beide Lambda-Sonden drin waren. Also beide Lambda-Sonden signalisierten mir allerdings dann auch immer erst ein... ja, dass es nicht die Lambda-Sonden sind, sondern dass das irgendwie vielleicht eine Kabelunterbrechung ist oder dass es irgendwie was anderes sein kann. Ne? Vielleicht auch Steuergerät selber. Es kommt zwar selten vor, aber wenn ihr beide Lambda-Sonden drin habt, das ist dann schon so ein bisschen spooky. Und jetzt habe ich den Fehlerspeicher abgefragt. Ich habe den Wagen also jetzt hier auf der Bühne stehen. Und das ist in dem Sinne ganz toll. So, ich mache jetzt mal eben hier das Dokument auf. Und das Problem ist, dass da jetzt noch ein Fehler hinzugekommen ist. Ja. Ich werde jetzt euch auch gleich nochmal eben ganz kurz zeigen, es gibt unterschiedliche Lambda-Sonden, Vor-Cut, Nach-Cut und es gibt natürlich auch unterschiedliche Funktionsweisen von Lambda-Sonden. Das heißt, das, was ich euch sage, gilt jetzt erstmal nur für die Lambda-Sonden, die in Anführungsstrichen jetzt hier 4 Kabel haben. Ne? Wir haben also praktisch eine Vor-Cut-Sonde mit 4 Anschlüssen und eine Nach-Cut-Sonde mit 4 Anschlüssen. Das lässt sich auch alles in irgendeiner Art und Weise reparieren. Allerdings habe ich jetzt gerade gesehen, dass der Heizstrom da ist. Ne? Also Heizstrom ist da. Ich zeige euch das jetzt gleich auch nochmal eben ganz kurz. Aber wir gehen jetzt mal eben die Fehler durch. Und da kommt einer meiner Fehler, wo ich dann denke, das ist es jetzt für dieses Auto. Und da werden wir wahrscheinlich auch aus Budgetgründen wahrscheinlich nichts mehr machen. Ich weiß nicht, ob derjenige da noch Bock drauf hat. Denn da waren noch ein paar andere Sachen dran. Jetzt kann man wieder sagen, Bremse, ja, das darf man alles nicht rechnen. Aber irgendwann summiert sich das natürlich auch auf einmal. Und dann ist wirklich die Frage, ob man das noch machen möchte. Ne? Machen können wir das natürlich, aber ist dann immer die Frage, ob man das noch machen möchte. Aber wir haben folgende Sachen im Fehlerspeicher stehen. Die zeige ich euch jetzt ganz einfach mal. Und ihr werdet also praktisch sehen, dass das Ganze nicht witzig ist, beziehungsweise... Ich hatte ihm gesagt, pass auf, ich kann das jetzt in den nächsten 2-3 Tagen nicht machen. Ich komme bei dir vorbei, dann nach 2 Tagen hole das Auto ab und dann gucke ich mir das nochmal an. Und am Morgen danach hat er mir angeschrieben und gesagt, der sehe ich dem da laufen. Dann war ich, gut, wenn die Lambda-Sonde auf Mager zieht vielleicht, aber ach, irgendwie dann doch nicht. Ne? Und dann hat er mir so ein kleines Video geschickt und deswegen macht er mir eine Brilz, 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 zeige ich euch auch. So, jetzt gucken wir uns erstmal die Fehler an, weil Lambda-Sonden ist immer eine Sache, da müsst ihr mal gucken, was für Fehler ihr da habt. Beispiel, habt ihr irgendwas im Bereich Gemischbildung zu Mager sind zum Beispiel die Fehler oder Gemischbildung zu Fett. Das liegt dann eher vielleicht an so Thema Zündanlage, das liegt eher am Thema Ansauganlage, Unichtigkeiten. Habt ihr Fehler im Stromkreis, ist es eher so eine Sache der, also wirklich so Kurzschluss nach Plus, Kurzschluss nach Masse, sind es eher diese Fehlerkategorie, würde ich eher so im Bereich wirklich der Ansteuerung oder eben der Sache oder bei der Lambda-Sonde selber suchen. Jetzt muss man sagen, ja, Lambda-Sonden gehen schon mal kaputt, aber 2 auf einmal hatte ich jetzt so in der Form auch noch nicht oder es ist schon lange her. Ne? Eigentlich muss ich ganz lange zurückdenken, dass ich wirklich 2 Lambda-Sonden hatte. Ich habe jetzt gerade mal das Multimeter genommen, habe die ganze Geschichte durchgemessen und ich komme wirklich dazu, dass beide Lambda-Sonden kaputt sind. Ne? Also, wir gehen das jetzt aber trotzdem mal durch, weil ich bin jetzt eigentlich auch schon durch und wir haben hier im Moment 40 Grad und möchte also auch theoretisch da jetzt gar nicht mehr weitermachen, weil das kommt jetzt. Also ihr wisst ja, das ist der schwarze Leon, mit dem ich jetzt beim TÜV war und der hatte ja vorne dann noch Koppelstangen, der Bremse hinten und dann eben ist er nicht durch die AU gekommen, weil eben diese Lambda-Sonnen-Geschichte da drin war. Jetzt halte ich euch mal so ein bisschen fest und ihr seht, 6 Fehler gefunden. So, gehen wir mal durch. Lambda-Sonde Bank 1, Sonde 2, das ist also theoretisch die Nach-Cut-Sonde. Heizstrom, das ist mal ein Multimeter, was jetzt ausgeht. Heizstrom, kurz, Unterbrechung sporadisch. Ne? Ist also ein Fehler im Heizstrom selber. Dann haben wir das gleiche aber nochmal Bank 1, Sonde 1. Und das ist natürlich dann die Vor-Cut-Sonde, wo wir das gleiche nochmal haben. Ja, also der Fehler an sich ist gleich. So, und das ist allein schon das, was mir dann so ein bisschen komisch vorkommt. Und dann haben wir hier keine Aktivität sporadisch. Das ist wieder Bank 1, Sonde 1, also praktisch die Vor-Cut-Sonde. Ne? So, und dann haben wir natürlich auch hier Kurzschluss nach Masse sporadisch. Okay, Kurzschluss nach Masse. Da werden wir dann mal gucken müssen. Und in Anführungsstrichen kommt jetzt natürlich noch diese ganze Sache, dass auch hier Kurzschluss nach Masse sporadisch kommt.
Ja. Das Problem ist an der ganzen Sache, dass ich das jetzt soweit, ja, das war wieder mein Multimeter, aber das hat sich jetzt auch ausgepiept. So, jetzt mache ich mal eben. Gut. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, das zeige ich euch jetzt mal eben jetzt hier, muss ich mal eben hier wegmachen. Das waren die Fehler. So, haben wir jetzt hier die Prüfabläufe oder die Prüfmöglichkeiten. Das würde ich euch immer empfehlen, euch irgendwoher zu organisieren. Wie gesagt, das gilt jetzt praktisch für dieses Fahrzeug. Und wir müssen jetzt mal hier so schauen. Hier ist also Klemme 30 drauf. Ja. Und 30 ist Dauerstrom. Ja, also hier ist praktisch hier oben, ja, zeige ich euch, ist Batterie. So, und dann habt ihr natürlich hier das Hauptrelais. Ja, das Hauptrelais funktioniert aber, weil über diese Sicherung 15 zum Beispiel alles läuft jetzt praktisch. Ja, also an Sicherung 15 ist irgendwie doch fast alles dran. Gut, hier haben wir auch nochmal einen Abgang hier oben und hier haben wir auch nochmal. Also von der Seite aus ist das alles kein Thema. Gut, jetzt haben wir hier natürlich diese sogenannten Heizrelais, die Ansteuerung, das Relais 8. Das Problem ist ganz einfach, dass ich fast vermute, dass das nicht in Ordnung ist. Hier könnt ihr nochmal den Prüfablauf sehen. So, und wenn wir jetzt hier nochmal eben ganz kurz zurückgehen. So sieht das Ganze jetzt hier aus. So, und dann kommt jetzt irgendwann, der Monitor ist nur so klein hier bei dem Lab hier irgendwo. Haben wir hier die Lambda-Sonde, ne? Das ist Nachcut, das ist Vorcut. U1 ist Vorcut. Und ihr seht dann 1, 4, 2, 3, also praktisch die Anschlüsse. Und wenn ihr jetzt hier schaut, 2, 3, 2, 3, ist es also nichts anderes, als dass der Strom praktisch hier durch so läuft. Hier, ne? Das heißt, ihr müsst also ganz genau die Pin-Belegung wissen, in dem Fall 4. Wie gesagt, das Ganze gilt auch noch für 4. Und dann habt ihr hier unten die Legende. Und wenn ihr das jetzt hier zum Beispiel in dem Fall prüfen wollt, haben wir das jetzt hier so wie hier. Also Strom an 1. Ne? Also hier ist dann nochmal Pin 1 und dann ganz normal an Masse gehen. Und da müssen da in dem Fall 12 Volt drauf sein. Ist das in Ordnung? Ja oder nein? Habe ich jetzt gemacht. Ihr könnt es sowieso nicht sehen, aber das zeige ich euch trotzdem gleich nochmal. So. Und wenn das in Ordnung ist, müssen wir natürlich dann auch zwischen Pin 2 und A7 messen. Ne? Also Pin 2, A7, damit würde man jetzt praktisch die Kabelunterbrechung prüfen. Ich nehme mal so ein Stück mit hier rüber, dann könnt ihr das vielleicht noch einen Tacken besser sehen. Ja, also die Lambda-Sonde, Pin 1 ist Strom drauf und der andere Kontakt kommt aus dem Steuergerät. Und dann kann natürlich jetzt hier eine Kabelunterbrechung sein. Kann. Ja. Es ist aber da. Es funktioniert aber. So. Und 2 ist auch hier 2. Ja? So. Und dann, wenn das auch nicht der Fall ist, dann haben wir hier noch Prüfschritt 3. Pin 3 an A79 des Motorsteuergeräts. Also ihr seht auch hier, ne, A3 an Motorsteuergerät. Müsst ihr das dann praktisch so machen. Ja? Also ihr müsst immer schauen, wo kommt das Kabel dann am Motorsteuergerät raus. Dafür braucht ihr dann den praktischen Stromlaufplan. Und letztendlich ist das jetzt hier bei dem liegen hier genauso, Pin 4. Und hier gibt es eben nur eine Widerstandsmessung. Ja, also bei den letzten Messungen gibt es nur eine Widerstandsmessung. Da braucht ihr ein gutes Multimeter, weil wir sprechen da über 1 Ohm. Ja, und wenn ihr blöde Messkabel habt, dann funktioniert die ganze Geschichte nicht. Also damit würde man jetzt praktisch die Kabelunterbrechung rausmessen. Ne? Wenn das Kabel jetzt hier, ich sag mal, nehmen wir jetzt mal hier das Kabel 3. So, von hier Pin 3 der Lambda-Sonde bis zum Motorsteuergerät würde man jetzt gehen. Und wenn das Kabel jetzt hier durchtrennt wäre, dann hätte man unendlich viel Ohm. So. Und das ist alles in Ordnung. Das Problem ist, es ist alles in Ordnung, dass also unterm Strich wirklich nur bleibt, dass wirklich beide Lambda-Sonden kaputt sind. Was ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen kann. Also in der Legende habt ihr die Kabelfarben gesehen. Ich würde euch auch empfehlen, das ist jetzt hier die Nachcut-Sonde, dass ihr also praktisch immer einen Stecker drauf lasst und einen abzieht, sonst kommt ihr nämlich durcheinander, weil der ist nämlich auch vierpolig und der andere ist auch vierpolig und dann kann es sein, dass ihr den falschen dann später hier so drauf steckt. Also hier ist quasi, habe ich jetzt auch erstmal nur einen gemacht. Und das ist das, die Pin-Belegung, also so wie wir gerade gemacht haben. Also hier muss 12 Volt drauf sein und der Rest sind Widerstandsmessungen zum Motorsteuergerät. Und das ist alles in Ordnung. Das habe ich sowohl hinten als auch vorne gemacht. Dass ich also
wirklich sagen kann, da sind beide Sonnen kaputt, was auch irgendwie total behämmert ist, aber es scheint so zu sein. Das Problem ist aber, dass wir einen sporadischen Fehler haben, was wiederum bedeutet, das kann natürlich jetzt in Ordnung sein und morgen früh, als Beispiel, der Motor ist wieder kalt, ja, da hat sich wieder irgendwas bewegt oder es hat sich irgendwas gesetzt oder zurückgeschrumpft, ja, weil es dehnt sich ja auch immer irgendwie alles so ein bisschen aus, dass also praktisch morgen, wenn du das Ding jetzt startest, wieder Bing, Fehler im Heizstrom hast. Aber Heizstrom ist da und der Rest funktioniert auch einwandfrei. Also können wir schon mal sagen, zwei Lambda-Sonnen mit einer Wahrscheinlichkeit, also rausgemessen jetzt, wirklich rausgemessen jetzt, von 80-90%. Es kann, wie gesagt, auch sein, dass es eine Kabelunterbrechung ist, die aber jetzt im Moment nicht vorherrscht, ne? Weil das ist in Ordnung. Geht also praktisch ans Steuergerät, wie ich es euch praktisch da gerade gezeigt habe. Ne? Und dafür braucht ihr wirklich ein gutes Multimeter und ihr braucht vor allen Dingen auch gute Messleitung. Ja? Weil die Messleitung oftmals, wenn ihr da im Ohmbereich messen müsst, habt ihr eben einfach das Problem, dass, dass da, wenn die allein schon 5 Ohm Widerstand haben, kannst du auf 1 Ohm nicht messen, logischerweise. So, jetzt dachte ich mir, okay, dann kommen 2 neue Lambda-Sonnen rein. Dann kommen die Bremse noch hin, weil die ist runter und Koppelstangen kommen noch rein. Und irgendwas ist mit dem Licht, ne? Also sagen wir, Standlicht, das ist jetzt auch irgendwie Banane. So, jetzt zeige ich euch allerdings noch den letzten Fehler. Und das ist das, was er mich angerufen hat, gesagt, immer, der läuft so unrund. Und da haben wir natürlich jetzt wieder den Volltreffer drin, den zeige ich euch auch. So, müssen wir mal eben gucken. Lalalala, da freuen sich doch alle. So, also und zum guten Schluss kommt Nockenwellenverstellung, Bank 1, Einlass, Wirkung zu langsam, Warnleuchte an. Das heißt, der Nockenwellenversteller wird flöten gehen, beziehungsweise wird kaputt gehen oder ist kaputt in dem Fall und das kannst du natürlich dann gleich mit dem Steuerkettenwechsel verbinden. Und dann kommen wir natürlich in einen Bereich, wo man natürlich auch sagen kann, hey, das ist normal. Ja? Mittlerweile ist das normal, dass du beim 1.4er TSI eine Steuerkette machen musst. Aber jetzt in der Summe. Jetzt in der Summe muss man sich wirklich überlegen, macht man das noch? Ich meine, es ist nicht meine Entscheidung. Ich werde ihm das so sagen, dass also auf jeden Fall Steuerkette jetzt so langsam gemacht werden müsste, weil wir kriegen die Lampe nicht aus. Das Ding hat keinen TÜV mehr. Wir sind 2 Monate drüber. Wir haben die Lambda-Sonnen drin und wir haben die Bremse und die Koppelstangen drin. Ne? Kannst ja froh sein, wenn so eine Bremse ist, in Anführungsstrichen. Aber er dachte wenigstens, der Motor würde jetzt noch halten und wir müssten ihn dann zumindest nicht öffnen. Und das sieht nicht gut aus. Das muss man an der Stelle wirklich sagen. Also meiner Meinung nach ist da irgendwo die Zeit wahrscheinlich abgelaufen. Aber das müssen, wie gesagt, andere entscheiden. Ne? Wenn ich das bei meinem Auto, würde ich das jetzt wahrscheinlich machen, aber da habe ich jetzt auch nicht wirklich Bock drauf. Aber es ist so. Also, wie gesagt, wenn ihr so Lambda-Sonnenfehler habt, das ist immer sehr tricky. Also da ohne Stromlaufpläne und einfach drauf losmessen, ist oftmals ein bisschen doof. Aber wichtig ist für euch zu wissen, dass man das ganz, 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 ganz grob immer in 2 Fehlerkategorien unterscheiden kann. Einmal ein elektrisches Problem, was wirklich das Bauteil hat oder die Ansteuerung des Bauteils oder das Ding regelt am Anschlag und dann ist es meistens dann eine Sache wie Gemischbildung zu mager, Gemischbildung zu fett. Das kann dann zum Beispiel sein, dass irgendwelche Unichtigkeiten da sind oder dass irgendwelche Einspritzsignale nicht sauber kommen oder dass also praktisch eher auf der Gemischbildungsseite der Fehler zu suchen ist und die Lambda-Sonne ganz einfach richtig misst, aber irgendwo ist sie ja auch von dem Anschlag her begrenzt. Die kann nur in einem bestimmten Messfenster messen. Und wenn das Ding komplett mager läuft oder komplett fett läuft, dann ist sie natürlich immer im Regelanschlag. So, und ich gehe davon aus, weil Heizstrom ist da, dass diese Sache, beide kaputt sind. Ja, so sieht's aus. Also, ich kann euch wirklich nicht sagen, ob wir das Auto noch sehen werden oder ob wir da noch irgendwas machen sollen. Aber es sieht so aus, als wäre das doch 2 Sonden. Steuerkette und den anderen Ranz. Okay, Leute, letztendlich, ihr wisst jetzt grob, worauf ihr achten müsst. Geht nicht einfach mit Multimeter irgendwo dran, gerade wenn es so in Richtung Motorsteuergerät geht. Das würde ich euch nicht empfehlen. Sondern guckt auch wirklich nach, wie ist die Kabelverlegung und wie kommt ihr da dran. Ich habe das jetzt soweit gemacht hier. Ich kann sagen, dass zum jetzigen Messzeitpunkt, ja, jetzt funktioniert das alles. Aber
Da bist du natürlich bei sporadischen Fehlern, bist du nie frei davon, dass man sagt, okay, das hat doch jetzt funktioniert. Mensch, alles klar. Dann machst du eine Probefahrt, läuft auch alles. So, und am anderen Tag, wenn das Ding wieder kalt ist, setzt derjenige sich rein und sagt, ja, da ist nach 2 Kilometern die Motorkontrollleuchte wieder angegangen. Ne? Das sind immer diese undankbaren Sachen, die man nun mal hat oder die der eine oder andere vielleicht auch aus dem Werkstattalltag kennt, wo man sagt, hey, einen Fehler doch gefunden, oder? Ja. Aber so sieht das Ganze aus. Ja, Leute, der Besitzer war nochmal hier mit dem Seat Leon und wir sind dann nochmal die Sachen durchgegangen und wir haben nochmal den Fehlerspeicher abgefragt und es ist noch ein weiterer Fehler hinzugekommen und was jetzt endgültig bedeutet, dass wir an dem Auto nichts mehr machen werden. Ja, ist eigentlich sehr, sehr schade, aber das Ganze ist natürlich ein bisschen doof. Ich habe mich übrigens versprochen in dem Video, aber das hat was damit zu tun, dass die Anzahl der Seat Leons und der Golf 6 ziemlich durcheinander war. Es waren letztendlich die Achsmanschetten sind vom TÜV bemängelt worden. Das wäre jetzt auch keine große Kunst gewesen. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel noch einen weiteren Fehler drin, wo man dann auch gucken müsste, wo das Ganze wieder herkommt. Aber da verbringst du natürlich schon einige Stunden mit, wenn man das ja so im Grundprinzip alles machen möchte. Also das ist jetzt keine Sache für die Frühstückspause. So würde ich das sehen. Ich zeige euch jetzt nochmal den finalen Fehler. Also wir waren am Anfang bei 6, dann waren wir bei 3, dann waren wir bei 5, dann waren wir bei 7 und so weiter und so fort. Und das ist dann einfach auch irgendwann macht es keinen Spaß, weil du machst die eine Sache fertig und vielleicht ist wirklich der Wurm drin und dann sollte man sich vielleicht auch wirklich von dem Fahrzeug trennen. Es ist wie gesagt noch ein weiterer, den zeige ich euch jetzt. Wie schon erwähnt, haben wir den abgefragt und dann kam auf einmal noch Regelventil für Kraftstoffdruck, mechanischer Fehler, also da ist auch irgendwo noch was. Das kam jetzt als Add-on noch oben drauf und ja, wenn man das eine besprochen hat und bist dann nochmal zu Gange und guckt schon wieder rein, ist schon wieder ein neuer Fehler drin. Ich glaube, da muss man dann noch irgendwann sagen, hey, ganz so wohl ist es mir nicht, dieses Auto wirklich instand zu setzen. Und letztendlich macht das dann also auch für ihn keinen Sinn, weil man will ja dann vielleicht auch wenn das immer schwierig oder einfach gesagt ist, ein bisschen Ruhe haben. Aber wenn du jedes Mal abfragst und jedes Mal neue Fehler im System sind, dann macht das auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ne? Kostet dann alles ein halben Geld und irgendwann bist du ja auch gezwungen, das Auto dann irgendwo ja wirklich zu reparieren, weil schon so viele Kohle reingeflossen ist. Und ich glaube, so konnten wir halbwegs diagnostizieren, halbwegs gut. Konnten dann einfach sagen, hey, es ist deine Entscheidung, aber letztendlich erfließt dann schon irgendwo auch ein vierstelliger Betrag dann noch da rein. Ne? Also da ist jetzt, ist die Kohle schnell weg. Ne? Der glaubt, der komplette Steuerkettensatz, der liegt so bei knapp 400. Dann machst du noch Achsmanschetten und Bremse. Das sind zwar nur Verschleißartikel, aber da machst du auch ein bisschen. Dann brannte zwischendurch auch wieder die Airbag-Lampe mal. Also das Ding, ganz ehrlich, da muss man auch irgendwann sagen, komm, nee, ist nicht mehr so meins. Ja, wir werden das Auto hier auf jeden Fall nicht mehr sehen. Und ich glaube, es gibt genug andere. Aber so an sich ist das Auto ja nicht schlecht. Ne? Also von der Form her, vom Typ her finde ich diesen Seat Leon 1P schon ganz gut. Wir haben selber einen, der uns hat bis jetzt 170.000 Kilometer begleitet. Aber wir haben auch den alten Standard 1.6 Sauger da drin. Ne? Aber der läuft immer noch.